Gespannt. Wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt erstmal gucken, ob die Markierung aufsteht. Ja, tun sie. Das sehe ich auch so. Ja. Ja, dann Video weiter gucken. Videopause. Ja, ich nehme euch mal mit, unser Videorahmen hinten. Wir machen quasi Videokonferenz mit Conti. Ja. Ja. Ah. Lass Jens zuerst durchgehen. Nein. Weil dann brauchen wir nicht so viel Platz machen. Ja. Danke. So, hier ist unser Videorahmen und die Heizung ist leider halb tot. Setzen Sie sich. Ja, so. So. Voll cool. Weiter. Gestellt. Jetzt geht's drum. Und wir müssen mit der Prüflehre jetzt gucken, ob passen die Nockenwellenpaare. Und in unseren Augen passt. Ja, das ist super. Jetzt machen wir das auf der Seite. Ja, wir machen mal Fingerwechsel. Sonst müssen wir nochmal unten Kurbelwelle blockieren und anhand der Dinger einstellen. Der Räder. So, das müsste eigentlich noch weiter hier rüber. Und da ein bisschen hoch. Dafür ist eigentlich die, in meinen Augen, muss die verschraubt werden, die Leere. Aber es passt, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich würde sagen, passt super. Ja. Ja, jetzt müssen wir dann nur noch die Rollen zurückdrehen. 2 Stunden. Und die Spannrolle andrehen. 2 Stunden zurück. Dafür müssten wir ein bisschen nach unten. Dann bin ich da mal, oder? Untere 12, obere 9 Uhr. Hast du vergessen, kann man sagen. Muss ich die kannst mal gucken, ob du vielleicht so verdrehen kannst. Ja, sollte gucken. Gegebenenfalls Drehmoment, wenn die anschraubt nachher richtig, müssen wir noch gucken. Guck mal. Das heißt, diese Nut muss jetzt, genau, die Nase muss oben sein. Ja. Musst du nur unten arretieren? Nein, diesmal muss man nicht arretieren, ne? Nee. In dem Video war nichts, der müssen wir lösen, oder? Das wäre jetzt 12 Uhr, ne? Genau. So, gucken, ob wir die mit Drehmoment anziehen. Dann machen wir gleich. Die muss jetzt auf 9 Uhr, diese Nut hier oben. Nase. Sprich, dahin, ne? Oh, die muss ich ein bisschen vorziehen, weil sonst wird sie nicht fest. Mal gegenhalten. Moment. So. Ich gucke. Steht jetzt auf kurz vor 12. Du müsstest jetzt mal anziehen mit Detox. Pass auf, kann ich auch. Geht. Wann geht die denn? Steht auf 9, ne? Schön. Schöner Wasch. Ja, jetzt muss ja die Spannrolle über die in den 3 mm darüber, ne? Genau, im Klotz die Markierung 3 mm drüber. Also in der Mitte von dem Klotz so ungefähr. 3 mm über, ne, 1 mm über die Nut. Genau, über die Nut. Nicht über die Nut. Nein, 3 über die Nut. Nein, diesmal 1 mm. 3. Vorhin nee, war 3 bis 5. Nein, vorher war einer. Vorhin war einer. Einer über den Klotz und jetzt 3 über die Nut. Ja. Ja. Leck mich da am Arsch. Ja, ja, ich muss mal komm, jetzt hier. Gucken, weil hier irgendwie finde ich nichts. Das Leben da angeht. Warum nicht? Den Güter. Da kriege ich gar nichts gedreht. Muss ich erst die 13er lösen. Denke ich. Gegen den Uhrzeigersinn, ja. Oder? Ne? Da kriege ich nichts gelöst.
Passt dann. Aber der löst sich ja jetzt. Ja. Ich musste die aber weiter drehen, oder nicht? Oder wieder lösen auf die Stellung? Auf die Stellung, genau, auf die Markierung. Ja. Kann sein, dass die einfach nur überspannt war. Darum geht's ja, dass die richtige Spannung hat. So? Siehst du was? Ja, noch ein bisschen. Mach noch ein bisschen, ne, ein bisschen weniger. Zieh mal fest. So ist gut. Mal gucken, wie die Drehmomentwerte jetzt so schön. Dann nachher die Drehmomentwerte. Kann ich nochmal. Ja, schon so in Ordnung. Die Rolle. Was nicht geht. In Zweifel, dann musst du den HZ nehmen. Der ist schwacher. Die beiden Rollen 40 Newtonmeter, der Spanner der HZ 20. Das ist mir auch nichts. Warum nicht? Weil ich da auch mit dem Adapter arbeiten muss und der genauso aufbaut. Das nimmt doch eine metrische aus. Das könnte. So, 40. Hallo? Hätten wir. Ich gucke. Ja, aber geht. Sitzt. Ja. Und jetzt haben wir die verstellt hier. Die hat sich gerade mitgedreht. Die musste dabei festhalten. Ja. Die musste auf 12 Uhr hier, ne? Kann man die jetzt vielleicht nochmal drehen? Nee. Die untere musste 12 Uhr, die 9. Die auf 9 Uhr. Da geht, dann löst du nicht die Schraube wieder an. Steht die jetzt auf 9, ja, noch ein bisschen runter, ne? Ja. So, ne? Ja. Ich mach meine Haltung. Oder schaffst du das? Müsste. Ja. Ist fest. Die muss auf 12, also auch wieder ein bisschen zurück, ne? Wenn du nur zwei Hände hast und drei brauchst. Newton, 12 Uhr. So, Spannrolle war auf 20 Newtonmeter. 20 Newton. Und halt 3 mm über die Markierung auf dem Block. 20 Newton. Also muss ich hier jetzt eben wieder einmal lösen. 30, da ist schon 20. Da war ich sehr schnell. So.
Zack. 13er. Ja. Ja, ich find's doof, dass die zwei Größen haben, aber das war. War das mal eine 13 hier? Wer ist die 11er? 13? Komm, ich nehm die. Ne, wir haben noch eine kurze hier. An sich. Oder Pfirsich. Gucken, ob die sich auch verdreht. Ja, steht aber noch gut. Ja. Noch zweimal durchdrehen, das kann ich ja jetzt machen. Ja, zweimal durchdrehen, nochmal alles kontrollieren und dann fertig. So, Schnäuzern stimmen super, ich meine jetzt die Wasserpumpe da. Kann das schon mal ausbluten. Und morgen machen wir dann nämlich Wasserpumpe, Umlenkrolle, alles von den Flachriemen. Galapagos alt, altes Bauteil. Ne, die brauchen wir wieder hier, ne? Ne. Nein. Die müssen wir auch neu haben. Wir haben alle Rollen eigentlich neu. Haben wir die schon? Ja, ja. So, aber das brauchen wir. Ne, die eine Rolle ist ja vom Flachriemen. Die haben, müssen wir neu. Ja, die ist im anderen Kind. Genau, die ist vom die Flachriemen. Die könnte das sagen. So. Alles hier, große schwarze Tonne. Hier, pass auf, warte mal. Oder wolltest du hier die kleine Nummer von haben? Nee, weißt du, der 990er. Hier steht sogar aufgeschrieben, wie der Ring gelegt wird. Cool. Ja. Sind drei Schrauben an der Wasserpumpe, glaube ich. Also. Stimmt, wir endlos lange. Drehmalstütze, Plastik, Plastik. Irgendwelche anderen Teile. Was? Das Ding müssen wir gleich wieder montieren, ne? Vor dem Riemen. Ja, Stützen B. Gleich ein Wasserfall. Ist der Pille bereit steht? Ja. Cool. So, jetzt geht einfach Pipi machen. Da kommt sie. Keiner reagiert. Ah. Wasserpumpe aus dem Rad. Oh, ich baue jetzt Wasserpumpe wieder ein. Dichtfläche gereinigt. Der Motor sieht übrigens eben super geil aus. Super, super geil. Das ist die neue Wasserpumpe SKF. Die setzen wir rein. Mal gucken, wie die denn war. Hä? Ja, doch, so. Neuer O-Ring natürlich verbauen. Den O-Ring habe ich mit Silikonspray angesprüht, damit der nicht, sich nicht verdreht. Der Werkstattwagen hat da einen Griff, kannst du ranziehen. Ja, aber ich wollte nicht los, dass du. Du möchtest nicht los, ich habe auch noch eine Hand hier. Ja. Aber nur eine, das ist frei. Genau, jetzt seht ihr auch was. Wenn mein Arm nicht im Weg ist, man weiß es nicht. Egal. Die Schraube lässt sich schon mal nicht mal weiter rein. Dann kann die schon mal nicht richtig sitzen in meinen Augen. Ja. Jetzt auch. Ja. Ich glaube, jetzt geht jetzt die noch verkantet. Ja, geht. Wir müssen ja einen Schrauben wieder verwenden, aber sind ja keine Spezialschrauben. Deswegen ist es egal. Ich schieße uns das wieder runter. Wieder.
Hochspannung von unten? Nee, komm. Geht? Bei dem Wagen ja über den Flachriemen die Wasserpumpe läuft, so wie bei den ganz alten Autos, ist es hier auch immer vorteilhaft, den Riemen zu warten. Weil sonst, mir fällt die Schraube runter. Weil sonst eventuell die Kühlleistung stark rapide nachlässt, wenn der Riemen abfliegt. Die lässt dann vehement nach. Ja. Weil die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird. Ey, ich hab die doch gestern so rein und rausgekriegt, ne? Warum will die nicht mehr rein? So ein paar Haare drum kleben? Ne. Ach so, weil die in der Ecke hier ist. Du wolltest die ganz woanders reinschrauben heute. Ja. Dann wird's das gewesen sein. Kann auch so eine Sache. Mal. Geben Sie mal her. Ich geb mal her. Mal gucken. Und die letzte Verschraubung ist. Blinkt da drunter. Ich sehe eh nicht. Ich habe so ein bisschen was. Von unten sieht man das leider auch nicht. Alter. Warum? Steht vorne am Kühlergrill. Was? Warum, hast du gefragt? Ich sag, steht vorne im Kühlergrill. Warum baut man die eine Schraube so blöd unten runter? Alles offen. Ja, also zwei Schrauben reichen. Soll ich mal von hier oben so links? Nein? Nein, will er nicht. So, jetzt habe ich es. Ich muss nur den Arm so verdrehen. Also seht ihr, ihr müsst noch ein Gelenk einbauen in euren Arm. Dann geht's. Hätte ich jetzt von hier aus nicht gemusst, aber. Da ist der Jens ja eigen. Na, was sag ich das? Wenn mach ich das selber! Ich will auch mal was machen vor Kamera sein. Kannst halt mal den noch. Geh weg, lass mich, ich kann das. Oha, kaputt. Das wäre normal mein Verfahren. Könnte passieren. Wie viel Drehmoment kriegt ihr eigentlich? Markus! Ja? Drehmomentliste, Wasserpumpe, ein Motorblock. Aua. Wie aua? Wie geht deine Matte dran? Du fragst mich, weil ich damals gekauft habe für den Aschraum. Den Tagebau. Der hat Sachen damals gekauft, Leute. Tonnenweise für den Astra. Der wäre bestimmt 40 Kilo schwerer geworden, nur an Kabel. Hat niemand eingebaut. Jetzt verkauft er zum Glück. Gott sei Dank. Also ich will hoffen, zumindest drehe ich einen regelmäßigen Arschsteller dazu, weil der braucht er doch nicht mehr. Ich hatte nämlich wenigstens hiermit ein schönes Auto. Nichts gegen Astra F, aber der war einfach zu klein. Für Markus war der zu klein, ja. Aber die Gasanlage aus denen, die könnte man verkaufen, also BRC. Die, für einen Zentraleinpisser. Dim. Naja, jetzt sind immer die anderen, Markus. Immer die anderen. Ja. Wahrscheinlich 5 Newtonmeter oder so. Heute arbeitest du, nicht ich? Nö, du kannst gleich weitermachen. Nur Wasserpumpe hatte ich gestern raus, genau. Ja, alles gut. Du kannst natürlich auch gerne nichts machen. Mir ist das egal. Wir halten uns da die Waage, ja, denke ich. Ja, ich gebe mal dummer Kommentar, wenn ich hinter der Kamera bin. Das machst du auch, wenn du vor der Kamera bist. Ja. Also, die Schrauben für die Wasserpumpe 25 Newtonmeter. 25 Newtonmeter ist eingestellt. Was ist die los? Die liegt da, steht da hochkant. Das ist ja, genau. Wahrscheinlich kommen wir damit jetzt wieder ganz bescheiden dran. Aber willst du den Corsa A einbauen? Der was? Aber willst du den Motor im Corsa A einbauen? Willst du da ja, der wird auf der Achse gesetzt und dann reingeschickt. Ach so, oder einen abnehmbaren Kotflügel? Ich habe die 25 Minuten. Nee, der hat ja gar keine Achse vorne. Ja. Du musst den abnehmbaren Kotflügel beim Corsa A machen. Die sind schon drin, die 25 Millimeter von Hand. Ich habe nur leicht angedreht.
Ich finde das immer ein bisschen gespenstisch, ja, wenn sie sagen, 20, 25 Newtonmeter ist nichts. Und du denkst, boah, das ist eine Wasserpumpe, das ist eine Spannrolle. Ja, gut, solche Sachen. Rappelt sich das nicht? Die habe ich schon drin. Da sind manche Schrauben, habe ich gelesen, 4 Newtonmeter. Ja, da bist du ja mit Hand schon zu fest. Gut. Ja. Wasserpumpe ist dann. Jetzt müssen wir wieder unser liebstes Teil einbauen. Das haben wir hier in, neben dem Riemen neu. Diese Spannding. Gut, das mag das mal. Ja, ich kann es tun, natürlich. Ich mach's dir, Jens. Er hat ja ausgebaut. Wir hatten jetzt mal hoch. Nee, pass auf, da müssen wir einfach von oben reintüddeln, weil von unten passt nicht. Da irgendwo hinlegen, dass ich es mir von unten greifen kann. Das war meines Erachtens so rum, nicht wahr? Ja. Lämpchen, dass ich das irgendwo gescheit ablegen kann. Da kommen wir hin. Nehmen wir an, ich würde das jetzt so hier durchtüddeln und einfach mal auf der Lima ablegen. So. Dann käme ich von unten dran, eventuell. Was? Der blaue Ascona verliert. Ja, du kriegst das Opelzeichen nicht mehr sauber, wie der Marc meinte. Boah, die Schraube hier. Nimm mal APC-Cleaner. Okay, mach ich. Ich hab da gemischt stehen, 1:1. Ne, ich hab pur, der soll mal pur verwenden. Der putzt unser Opelzeichen, danke. Ja, nicht aus, ohne Grund, ich mach da Werbung mit. Achso, okay, ja, dann müssen wir das fotografieren, ja. Kannst du nicht viel verwenden, ich hab davon noch genug. So, wir müssen ja erst die Zangenverkleidung montieren und dann die Rolle rein, weil sonst kriegen wir die Zangenverkleidung nicht rein. Ist mir gerade so eingefallen. Da war ja gestern unser Problem. Ja. Also geht das Ding wieder hinunter. Und da waren wir wieder unsere Probleme. Ja, dieses Video wird nicht lange, Leute, aber ich find's lustig. Hoffentlich ihr auch. Wo hast du den APC-Cleaner? Teil am Auto wird sauber gemacht. Ja, hey, wenn ich jetzt schon draußen hab hier, dann. Auto war schon bei mir einmal in der Waschstraße. Ja, aber der Rest nicht. Arme Auto. Ja, nächstes Mal fahre ich ohne Auto durch die Waschstraße. Das könnte vielleicht auch manchmal nicht schaden. Ja. Weil der Motor eigentlich relativ sauber aussieht. So. Ja, wir brauchen die kleinen Schrauben hier. Hol mal eine Wanne ran. Eine Wanne. Also und eine Tüchle. Moment. Moment. Achso, da war ja noch was reingelegt. Da war ja noch was abgelegt, genau. Das können wir mal eben wieder rauslegen. Ich wüsste mal, ich da was für den Fahrer aufgefahren habe. Zu viel. Plötzlich schreibt man das ja auch drauf. Moment, mal gucken, hier sitzt die Dichtung richtig. Die Dichtung ist schick. Hier hinten sitzt noch nicht korrekt. Muss ich wieder Beleuchtung haben. Doch, sitzt richtig. Das sah nur so komisch aus. Ja, das sitzt gut. Doch. So. Was waren dann jetzt? Die kleinen Torxer hier, meine ich. Kurzen, ne? Genau, die kurzen waren das hier. Schon mal hier oben fixieren. Waren ja, glaube ich, nur 3 oder 4, ne? 4 müssen es gewesen sein. Hier ist noch einer. So, lass dich damit jetzt trocknen und dann. Ah ne, stopp mal, sorry. Die ganz kurzen waren, die 3 Stück waren die hier. Die ganz von der Riemenscheibe da. Das waren die hier, genau, wie du gesagt hast, die etwas länger. Hier kommt noch eine hin, da und... Und da unten. Da auch noch. Ja. Wie viel haben wir denn da noch von? Das waren alle da. Das ist auch eine vertorkste. Ne? Plastikverkleidung mit 8 Schrauben. Fehlt aber ein. Hä? Kann das sein, dass nicht alle drin waren? Hier kommt was anderes vor. Stimmt, da kam der Kabelkanal vor hier, die beiden. Ja. Das heißt, da Kabelkanal. Weil die hier mit Vertiefung. 1, 2, 3, 4. Jetzt fehlt aber an der Lasche noch. Oder kommt da auch noch was anderes hin? Da ist nämlich noch keine drin. Waren die hier Kabelkanal? Nee, das, nee, das war die. Genau, Kabelkanal. Da haben wir 3 Stück von, das war die hier, ne? Kabelkanal waren die. Die Sechskant normal, die standen als Sechskant. Nee, die hier, die beiden waren. Die Inbus. Das sind nur 2. Okay. Also fehlt eine. Würde rein theoretisch eine fehlen oder sind wir auch nie drin? Guck mal eben in die andere Wanne da. Aber normal. Nee, das sind die vom Schwung.
Schwungscheibe. Schwungscheibe, hier eine untere Riemenscheibe. Riemenscheibe. Das sind die hier. Meine ich ja untere Riemenscheibe. Sonst müssen wir noch eine Schraube. Organisieren. Die kommen hier zu. Ich lege sie einfach mal hier da rein. Zack. Ja. Zack. Zack. So, was haben wir jetzt hier noch? Diese drei hier, welche waren das? Das ist Kabelkanal. Ja. Und die hier, die Inbus. Ne, Moment, Kabelkanal waren die zwei Inbus. Und die drei Sechskant? Was hat man da noch? Hier sind noch Löcher. Da sind auch drei Schrauben drin, hier. An der Wasserpumpe. 1, 2, 3. Die Scheibe, ne? Ja. Diese hier, ne? Genau. Die war da mit Sechskant fest. Ja. Das ist ja Umlenkrolle. Genau, da waren die drei Sechskant da. Ja, dann haben wir alles. Ja, pass auf, dann können wir die doch auch schon mal hier drauf. Den Riementrieb brauchen wir, ne? Ja. Für Start. Sollte. Ja, nein, eigentlich nicht. Die kann ja wegbleiben, aber wir können es schon mal zusammenbauen. In der Hoffnung, dass es daran nicht liegt, wenn er nicht läuft. Ja. Das waren die Sechskant. Sieht man natürlich sehr gut. Ja, genau. Aber wo man nicht sieht, ne, wie war das, ist fühlen ja keine Schande. Festdrehen müssen wir die nachher, wenn der Riemen drauf ist. Dann hast du ein bisschen Gegendruck. So, eins. Dürfen nur nicht vergessen. Solange wir die jetzt einfach noch ein bisschen rausgucken lassen, wissen wir auch, dass die nicht fest sind. Oh. Schon ziemlich doof dödelig, die Schraube einfach unten reinzuschrauben bei dem Teil, wo man dann auch nach oben drehen kann. Ne? Ich wollte gerade vorschlagen, drehe es, ja, aber ich habe gedacht, lass mal machen. Er weiß schon, was er tut. So, das wäre vorfixiert. Jetzt können wir die Ebene aufsetzen. Den Rest müssen wir jetzt nach unten machen. Jetzt nicht. Mach ich gleich erst. Wer weiß, was mir Neues runterfällt. Das nenne ich produktiv. Mit dem Gewinde rein, ne? Scheint gepackt zu haben. So. Dort. Kein Turbo. Ist auch kein Furzer, ne? Ja. Das bist du. Arbeitskollege fährt so ein Furzer. Ist das ein VW? Ist ein VW, ja. Die furzen immer, ja, das DSG. Ja, das haben sie irgendwann dann rausprogrammiert. Und dann lassen sie es wieder reinprogrammieren. Weil es sich angeblich cooler anhört, wenn das Auto Blähungen hat. Ja, ja, das hört sich scheiße. Habe ich jetzt wieder gelästert? Ja. Ich finde es scheiße. So, sollen wir die jetzt... Nee, die müssen wir jetzt hier draufklicken. Also machen wir jetzt erstmal den Spanner rein. Spanner. Und unten die Riemenscheibe. So. Ist Spanner nicht strafbar? Nicht beim Auto. Achso. So. Jetzt gehen wir immer von oben nach unten durch. So. Das wäre aber das Gefühl gewesen. Ablage. Gut, ich fahr mal wieder hoch. Ja, fahr mal hoch.